Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute machen wir wieder einen Challenge One und dafür habe ich mir den Striker Jones ausgewählt. Ich habe mir auch den Benjamin gekauft für 3.000 oder 4.000 Dollar. Aber der bringt bei meiner Challenge heute nichts, weil der wird Geld generieren. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Heute auf jeden Fall den Striker Jones. Den habt ihr bei mir ja zumindest auch noch nicht gesehen. Einfach, weil er diese krasse Kanone hat und damit keine spitzen Gegenstände schießt. Und das ist wichtig für die heutige Challenge, denn wir werden heute nur mit Ninjas arbeiten und ich habe mir dafür die Ausgehöhlt-Map ausgesucht, weil da ist schön viel Platz in der Mitte, auf schwer natürlich. Und mein Plan heute ist es, nur mit Ninja-Affen zu spielen. Und ich glaube, ich werde die hier einfach überall platzieren, hier schön in der Mitte, weil Ninja-Affen sind witzig, Ninja-Affen sind toll, Ninja-Affen sehen von Anfang an Tarnbloons, das heißt, in den ersten Runden ist man ganz cool bedient mit denen. Zur Challenge gehört aber auch noch zwei Ausnahmen, Leute. Zum einen natürlich das Striker Jones, deswegen habe ich mir den auch ausgesucht. Und zum zweiten, ein Affendorf darf ich auch platzieren, aber sonst gar nichts. Sonst nur Ninja-Affen. In den ersten Runden wird hier wahrscheinlich noch was durchkommen, aber das ist ja kein Problem. Schließlich haben wir 100 Leben, damit kann man ja arbeiten. Ja, da kommen schon die ersten Dinger durch. Okay, das ist aber noch in Ordnung. Erstmal hier Ninja-Disziplin, dann sollte der erste Ninja-Affe auf jeden Fall recht gut zurechtkommen. So, was ist mein Plan heute, Leute? Wir gucken einfach mal in den Ninja-Baum rein und da sehen wir in dem zweiten Weg die Shinobi-Taktik. Und die Shinobi-Taktik ist so geil, die ist eigentlich genauso wie die Droiden-Taktik. Wenn ihr die noch kennt vom letzten Video, die hat ja auch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber statt nur mit 5 Druiden zu funktionieren, funktioniert es hier einfach mit 20 Ninjas. Und die müssen nicht mehr diese Shinobi-Taktik haben. Wie geil ist das denn? Das erhöht einfach die Angriffsgeschwindigkeit und die Durchschlagskraft von bis zu 20 Ninjas, die einfach in der Nähe sind. Und wenn dann jeder diese Shinobi-Taktik hat, dann sind die einfach unendlich stark. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr cool vor. Und bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das in meinem Brain vorgestellt habe. Wir haben jetzt so ein paar Runden, die echt richtig bescheuert sind. Die erste schwierige Runde wird die Runde 28 werden, weil ab da kommen die Bleibloons. Aber dafür haben wir natürlich den Striker Jones, das heißt bis Runde 28 muss ich auf jeden Fall den Striker Jones hin platziert haben. Ansonsten ist der Striker Jones richtig nutzlos für uns, weil wir können da auch einmal reingucken. Er ist eigentlich halt so ein Militärtypi und verbessert Mörseraffen und bombenfeuernde Affen, die ich halt gar nicht habe. Ich kann nicht mal seine Level 10 Attacke einsetzen, setzt Abkühlung bei allen bombenfeuernden Mörseraffen zurück, habe ich halt gar nicht. Heißt, der ist wirklich nur für die Bleibloons da und sonst gar nichts. Eigentlich voll die Geldverschwendung. Aber zumindest greift er auch selber an. Und ich werde die Affen wahrscheinlich zum größten Teil auf 2-3er Ninja-Affen bringen. Obwohl ich den dritten Weg auch ganz gerne mag mit den Krähenfüßen. Aber ich glaube, für den Anfang ist das ganz gut, den auf einen 2-3er Affen zu bringen. Wir können uns einen weiteren Ninja-Affen leisten. Die müssen jetzt natürlich alle sehr, sehr nah beieinander stehen. Und hier wird dann irgendwo das Affendorf hinkommen, in der Hoffnung, dass die dann alle im Bereich hat, sodass die im Affendorf diesen Affen-Nachrichtendienst bekommen, wodurch man alle Bloons angreifen kann, weil unsere zweite Schwierigkeit wird später sein, diese schwarzen Riesen-Bloons, die einfach, wenn da nur einer durchkommt, man verliert. Kostet aber, wenn wir hier mal gucken, im Spiel 8100 alleine diese Verbesserung, dazu kommen dann noch 2100 für die zweite und 270 für die dritte. Und diese beiden bringen mir halt gar nichts auch mit den Ninjas. Heißt, einfach mega dumm. Und kostet halt mindestens 11.000, bis dahin zu kommen. Das ist einiges Geld, was ich nicht in Ninja-Affen packen kann. Einfach nur, damit die diesen schwarzen, großen Bloon angreifen können. Deswegen wird das Ninja-Dorf, das Ninja-Dorf nicht. Okay, es ist von mir aus ab jetzt das Ninja-Dorf, weil da werden sowieso nur Ninjas drinnen leben. Aber das Ninja-Dorf wird dann erst relativ spät kommen. Ich weiß leider nicht ganz genau, wann diese schwarzen Riesenbloons da ankommen. Aber ich glaube, vor Runde 80 werden die nicht kommen, oder? Ja, und was ist das Ziel? Mindestens Runde 80. Richtig geil wäre mal Runde 100. Runde 100 ist aber ja halt advanced. Wir können uns jetzt den Striker Jones, by the way, kaufen. Und jetzt ist die Frage, oh Gott, ist der groß. Der darf halt eigentlich nicht im Weg von den ganzen Ninjas stehen, weil hier müssen halt 20 Ninjas hin. Und wir müssen aber auch das so anpassen, dass er häufiger eventuell trifft und halt alle Bleibloons kaputt machen kann. Ich glaube, ich packe ihn hier einfach in den Mund und dann wird er schon genug treffen, oder? Vielleicht so, dass er unten auch noch Leute trifft? So, dann wird er hier auf 3 Wegen treffen. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und bei Level 3 kann der Striker Jones auch noch so eine Bombe werfen, wo er den größten Bloon auf dem Bildschirm stunt. Das ist auch ganz cool. Hier, wir können es aber machen. Bam, gestunt! So, da ist sie, die sagenumwobene 28. Runde. Oh cool, man kann die sogar mit der Spezialfähigkeit angreifen. Und ja, er ist halt der Einzige, der irgendwas gegen die Bloons machen kann. Vielleicht sollte ich den mal darauf stellen, dass er den Stärksten angreift.
Und ohne ihn wäre das halt überhaupt nicht möglich, nur mit Ninjas hier zu gewinnen. Ist halt einfach so. Deswegen sind die Ausnahmen da sehr, sehr sinnig und müssen auch sein, sonst verliert man einfach. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr Bleibloons? Okay, also ab Runde 28 nimmt das exponentiell zu mit den Bleibloons, ja? Jetzt. Los, sei meine Nagelfabrik, lieber Ninja-Affe. So, dann haben wir drei Krähenfüße-Leute, die hier alles voll platzieren. Sollt erstmal in Ordnung sein. Da kommen richtig viele Bleibloons an. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja zum Glück die Krähenfüße. Guck, genau dafür sind die da. Oh, die machen sogar recht viel Schaden. Das ist ja easy. Und wir könnten jetzt eventuell mal den ersten Typen hier zu einem Shinobi-Taktik-Ninja machen. Zack. Und er sollte jetzt, genau, alle Ninjas verbessern, die hier sind. Guck mal, er verbessert sogar wirklich alle. Oh, und er verbessert sich sogar selber. Das ist ja auch richtig gut. Und wenn man das jetzt halt mit allen anderen Ninjas hier auch macht, die würden sich dann alle gegenseitig 103.000-fach verbessern. Ich glaube, ich mache das auch gleich hier. Doppelte Verbesserung auf alle. Ui. Ja, und das ist halt die Ninja-Taktik. Ich hoffe, sie funktioniert. Wir sind gleich in Runde 40. Das wird nochmal interessant werden. Shit, ich hätte ihn da vorne stunnen sollen. Ah, das war dumm. Das war dumm. Der hat noch überhaupt gar nichts verloren. Na, er hat zumindest schon ein Pflaster an. Aber nur das erste. Oh, 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 oh. Bitte stun ihn einmal. Ich hoffe, ich kann ihn nochmal stunnen, wenn er dann hier hinten ist. Oh Gott, wenn der durchkommt, habe ich, glaube ich, auch verloren, oder? Okay. Die Ablenkung ist richtig gut. Die Ablenkung ist richtig gut. Okay. Ich glaube, ohne Ablenkung, also ohne diese Fähigkeit Ablenkung, hätten wir das nicht hinbekommen. Ach du Scheiße, okay, vor Runde 40 hatte ich auch richtig Angst. Aber das lief gut, das lief sehr, sehr gut. Dann werde ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier alles voller Ninjas zu machen. Also zumindest, dass es 20 sind. Wie viele haben wir denn jetzt? 6, 9, 10, glaube ich? Ja, 10 Ninjas. Ach du Scheiße, das wird ja alles voll werden. Ich weiß aber auch gar nicht, wie groß das Affendorf überhaupt an Reichweite hat. Aber wenn man ihn hier so platziert, dann sollte der die schon alle abhandeln, oder? Und das Affendorf hat doch bestimmt auch irgendwas, dass er einen größeren Radius hat, ja, hier. Oh, apropos. Ich muss ja nicht nur auf den zweiten Weg gehen. Wir können ja hier die Dschungeltrommeln uns holen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit für alle Affen innerhalb des Radius. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Dann wissen wir auch, wie groß das Affendorf ist. Ah, guck, er trifft jetzt schon nicht alle. Okay, aber wenn wir gleich den Radius erhöhen, dann sollte das ja passen. Dann packe ich das hier hin. Einmal Radius größer. Trifft er jetzt den hier hinten? Ja. Soweit sieht das sehr gut aus. Und Affendorf Dschungeltrommeln. Nice. Und damit ich hier nichts falsch mache, gleich auf das zweite gehen. Dann brauchen wir jetzt noch so ungefähr 10.000. Und dann wären wir soweit auf der sicheren Seite. Diese 2000er Verbesserung und auch die 270er Verbesserung bringt uns halt gar nichts, weil einfach nichts im Radius ist. Und das mit den Tarnbloons bringt uns gar auch nichts, weil die Ninjas könnt ihr halt auch so schon sehen. Es wird Zeit. Ein weiterer Ninja wird zum Shinobi ausgebildet. Bam, 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 bam. Und mit jedem weiteren Shinobi werden die halt immer schneller, immer stärker, immer besser, immer geiler, immer toller, immer krasser, immer weiter. Ich freue mich, wenn das am Ende richtig viele sind. Ich habe allerdings auch ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde hier doch nochmal ein paar Krähenfüßen-Leute platzieren. Nein, der passt gerade so nicht ins Affendorf rein, oder was? Willst du mich verarschen? Guck mal, hier kann er hin. Da. Und nur einen Millimeter weiter links würde vom Affendorf verbessert werden. Egal. Zeit für eine weitere Shinobi-Taktik. Hab ich gehört, ihr wollt noch eine Shinobi-Taktik? Okay, noch eine Shinobi-Taktik. Jetzt sind die schon alle mal 5 zumindest. Ach, was soll der Geiz? Noch eine Shinobi-Taktik. Immer mehr Shinobi-Taktiken. Und noch eine kann auch noch rein. So, mal 8 zumindest die hier vorne. Hey, die hinten auch. Ne, der ist mal 7. Okay, der ist gerade so nicht im Bereich. Da kommt noch ein Moab. Den können wir eigentlich mal stunnen. Oh, guck mal, die sind jetzt sogar mit Panzerung, die Bleibloons. Ich hoffe, da kommt der Jones auch gegen an. Sieht aber ganz okay. Oh, oh Gott. Komm halt am Ende richtig krass durch. Wäre diese Ablenkung nicht, dann wäre ich, glaube ich, mega am Arsch. Ich glaube, dann werde ich hier nochmal auf eine Blendgranate gehen. Zumindest auf die letzten Typen hier. Oder vielleicht da vorne auch noch einer, ne? Und wenn er die dann da vorne schon blenden kann und die dann alle weiterhin angreifen, dann ist das bestimmt geil. Und dann sollten wir auf jeden Fall noch alles, also 20 Ninja-Affen sollten wir auf jeden Fall platzieren. Jetzt haben wir 4, 8, 12, 15 Stück. 5 Stück fehlen noch. Ich werde hier einfach mal irgendwo platzieren. Aber die passen doch alle gar nicht in den Bereich von den Leuten rein. Und hier in der Mitte bringen sie mir auch gar nichts mehr. Oh Gott, können die überhaupt angreifen, die hier? Ja, die können noch. Aber alle weiteren, die ich hier platzieren würde, nicht mehr. Das ist ein bisschen sehr belastend, muss ich sagen. Also ich glaube, ich komme gar nicht auf diese 20, weil die einfach nicht in dem Bereich sein können. Nee, okay, dann ist das jetzt unsere Affenbande. Und ich glaube, ich mache jetzt zumindest einen Ninja noch auf dem ersten Weg ein bisschen ausbauen. Was wird er denn dann eigentlich? Ein Großmeister-Ninja, den brauchen wir natürlich auch. Ein schön Großmeister-Ninja, der zumindest von 6 Shinobi-Dingern verbessert wird. Wenn ich die beiden hier dann auch noch zu einem Shinobi mache, dann hat er zumindest eine 8er-Wertung.
Dann sollte ich vielleicht den Typen hier zu einem Shinobi-Großmeister machen. Der bringt, glaube ich, mehr. Ja, wir werden den Typen hier zu einem Shinobi-Großmeister machen. Dann hat er eine Mal-8-Wertung. Und dann sieht das doch alles schon viel besser aus. Apropos Shinobi-Taktik, lass doch nochmal einen zum Shinobi-Taktik machen, damit wir zumindest im zweistelligen Bereich hier sind. Ah, die haben ja sogar so richtig coole Schriftrollen auf dem Rücken, wie man es von Naruto kennt. Das ist ja ultra nice. Oh lol, ich glaube, ich habe gerade gesehen, der Typ hier, dieser eine Typ mit seinen Blendgranaten. Ach, Blendgranaten, natürlich, ich habe die Blendgranate vergessen. Der kann die Bleibloons auch angreifen, Leute. Weil das natürlich kein spitzer Gegenstand ist. Aber wäre ich da hingekommen, bevor die Bleibloons auf Runde 28 gekommen wären? Weil dann hätte ich diesen Zweiker Jones nicht gebraucht. Dann hätte das eine richtige Challenge sein können. Egal, wir holen uns erstmal den Nachrichtendienst. Dann ist das hier vielleicht eine Billo-Challenge. Muss ich das nochmal irgendwann ausprobieren, ob das tatsächlich auch ohne Striker Jones geht. Dann könnte ich nämlich wirklich mit dem Benjamin das ausprobieren. Das fände ich ja richtig geil. Egal, wir haben jetzt den Nachrichtendienst. Damit haben wir unseren zweiten Stützpfeiler für diese Challenge, also die ich zumindest in meinem Kopf hatte, aufgestellt. Und damit können die alle Leute hier, können alle Bloons angreifen, die es so gibt. Und dann können wir jetzt auch hier schön auf Blunitsu raufgehen und gleich noch schön den Großmeister-Ninja hier abholen. Und dann geht's uns doch gut, Leute. Ich glaube, ich werde meinen einen Ninja-Affen hier nochmal zum Kleberbomber machen. Einfach gegen diese Morphs, weil die sind halt manchmal doch böse. Guck mal, wie schnell die kaputt gehen, einfach nur durch diesen einen Affen. Und Meisterbomber wird auch noch gehen. Eine Affen-Morph-Vernichtungsmaschine. Wenn wir halt wirklich, wenn wir zwei Affen auf Stufe 5 bekommen könnten, das wäre ultra heftig. Aber ich glaube, so viel Geld werde ich nicht bekommen können in der kurzen Zeit. Und damit sind wir in Runde 80. Letzte Runde von der schweren Challenge. Den können wir auf jeden Fall einmal stunnen. Wahrscheinlich können wir sogar noch ein zweites Mal stunnen, bevor er da durch ist. Ja, bip. Oh mein Gott, Striker Jones ist aber auch ein bisschen krass. Auch wenn er uns hier nicht so viel bringt. Oh Gott, okay, da sind aber ganz schön viele Bloons. Oh Gott, sind das genug Krähenfüße? Ich hoffe doch. Oh Gott, da kommt richtig viel durch. Man ist halt doch schneller tot, als man zunächst erwarten mag. Aber das sind doch sehr, sehr viele Krähenfüße. Alles easy. Okay, damit haben wir zumindest auf schwer nur mit Ninjas das geschafft. Und haben sogar die Affenbrecher-Liga-Errungenschaft bekommen. Aber wir spielen natürlich weiter und gucken, wie lange wir noch kommen. Oh boy, da kommt aber einiges durch. Ach du Scheiße, wie viele Moabs das jetzt auch einfach sind. Soll ich vielleicht doch erstmal auf den Moab-Typen gehen? Weil jetzt so viele krasse Moabs kommen. Boah, nach 180 ist das so heftig, was hier abgeht, ne? Scheiße, 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 da kommen so viele Dinge an. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Moab-Vernichter. Ich glaube, anders kommen wir hier gar nicht zurecht. Oh damn, wir müssen auf jeden Fall die 1 spammen, wir müssen auf jeden Fall die 1 spammen. Bitte stun die alle, sodass sie alle genug Zeit haben anzugreifen und ihre Krähenfüße hier zu platzieren. Oh Gott, das ist richtig knapp. Ich traue mich gar nicht auf schnell zu packen. Okay, das sieht aber... Doch, 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 das haben wir noch. Wie viel Geld brauche ich noch? Okay, wir können den Meisterbomber holen, damit ist der Stufe 5. Er sieht auch mega krass aus und der sollte ja jetzt eigentlich ein leichtes Spiel haben mit den ganzen Moabs, oder? Was macht denn das genau? Eine Affen-Moab-Vernichtungsmaschine, okay. Also der wird wahrscheinlich einfach richtig krass sein gegen diese Moabs. Und wir sollten uns auf jeden Fall noch eine Bloon-Sabotage holen. Wieso habe ich das immer noch nicht gemacht, ich Dummkopf? Oh, Runde 90, die ist bestimmt auch heftig. Ich glaube, die 10er-Runden sind immer krass, oder? Oh, da sind die schwarzen Dinger, aber die sind sehr schnell tot, wenn man sie angreifen kann. Und dank dem Ninja-Affendorf hier können wir den auf jeden Fall auch angreifen. Lol, der trifft den einfach nicht. Negativ. Okay, das war Runde 90. Nice, ey, wir kommen sogar gegen diese schwarzen Dinger an. Die sind so halt sonst immer mein Tod gewesen. So, und einfach, weil wir es können, Bloon-Sabotage auf einen Typen. Eine neue Fähigkeit für uns. Und ich glaube, diesen Großsaboteur werde ich auf jeden Fall auch noch holen. Dass sie dann weniger Leben haben, mega gut. Das wird im Late-Game sehr, sehr wichtig sein, wo wir ja nun mal jetzt gerade sind. So, und wenn die uns dann zu schnell da durchgehen, dann können wir sie auch noch verlangsamen. Wir können sie ja einmal einsetzen und gucken, wie lange der Cooldown ist. Schon sehr, sehr lange. Okay, also das muss man schon gut timen, weil man das machen möchte. Zum Beispiel jetzt. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich habe es zu früh eingesetzt. Verdammt. Oh boy. Oh boy. Das kann schneller zu Ende sein, als man meint. Uff. Runde 94. Da kommen schon wieder richtig riesige Gänger raus. Ach du Kacke, wie sollen die denn... Okay, anhalten, anhalten. Wir müssen langsamer werden. Langsamer werden, dass sie alles angreifen können. Die ganze Zeit einspammen. Oh nein, ich glaube, da kommen Sachen durch. Nein, ist Runde 94 mein Zenit. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Come on, ihr schafft das, ihr schafft das. Ihr seid die allergeilsten Ninja-Affen, die ich kenne. In diesem Match seid ihr die allergeilsten Ninja. Okay. Oh, da kommen richtig viele Moabs noch. Wie sollen die das denn schaffen? Oh mein Gott, bitte. Bitte, bitte. Nein, da kommen Sachen durch, oder? Guck mal, die sind hier schon ganz am Ende. Die sind hier schon... Ja, fuck. Runde 94. Das ist so heftig nach Runde 80. Kacke. Irgendwann, Leute. Irgendwann schaffen wir nochmal eine Challenge bis Runde 100. Ah, Runde 94. Mist.
Na gut, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Ich finde diese Taktik trotzdem ganz cool, aber für Runde 100 langt sie anscheinend nicht. Immer eine Errungenschaft bekommen hier. Ein Spiel mit 4 verschiedenen Helden gewinnen. Okay. Genau, wir haben ja trotzdem gewonnen. Unsere Medaille haben wir dennoch erhalten. Aber nicht Runde 100 geschafft. Das ist Kackies, muss ich sagen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Affenwissen. Aber das wär's dann erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.